Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Darksiders 2. Mit mir Dragonios. Und, wir sind das letzte Mal in der Arena immer noch stehen geblieben. Müssen jetzt den dritten Lebensstein holen. Und, ja, wir wissen, wo er ist. Wir wissen, wie es dahin geht. Von daher warten wir gar nicht mal so lange. War das der richtige Weg? Ja, das ist der richtige Weg. Ja, wir wissen, wo es ist. Ist es der richtige Weg? Ja, es ist. Okay. Hier geht's weiter. Die Tür ist aufgegangen das letzte Mal. Bam. Na, grüß dich. Wie geht's dir? Okay. Und mit unserer neuen Sense, sage ich mal. So neu ist sie ja nicht mehr, aber dürfen wir trotzdem einen Haufen Schaden an den Dingern machen. Au. Hat der... Was hat er gerade gesagt? Oh. Oh. Du willst mich also töten? Na dann. Ja, komm. Tschüss. Wieso bist du jetzt gerade so weit hintergeflogen? Au. Einmal, zweimal und B-Attacke. Bumm. Tot. Schön, und ich habe schon wieder 20.000 Goldmünzen. Das ist auch toll. Gut, hier hätten wir eine Bombe. Brauchen wir die für irgendwas? Ah, bumm. Okay. So, die brauchen wir sicherlich für irgendetwas. Nur für was? Ja gut, ich schaue es erstmal. Oh, wie er mit den Krallen läuft, das sieht so gut aus. Schau dich das an. Ja, yeah, die Krallen. Oh, wie geil. So, aber ich... Es sieht hier ein bisschen... Die Särge wollen einfach nicht kaputt gehen, oder? So, du willst aber... Ja, danke. Es sieht hier alles ein bisschen... Bisschen leicht aus oder bisschen kurz aus. Na, herzlichen Glückwunsch. Achso, ich kann also nicht siegen. Das heißt, die ganzen Gegner davor waren vollkommen wurscht, ne? So. Erstmal euch beide besiegen. Au. Dich kloppe ich jetzt einfach mal. War da gerade ein Countdown? Na, selbst wenn. Interessiert mich nicht. Wow! Okay, ihr hättet meinen Controller gerade mitkriegen müssen. Wow! Einfach richtig schön draufhauen. Yay! Das macht Spaß. Oh, geil. Oh, ist das geil. Einfach nur Schaden rausdrücken. Bam! Oh, geil. Oh, ist das genial. Oh, gut. Ich liebe solche Szenen. Möchtest du den bitte töten? Danke. So. Ich auch noch gleich. Und du stirbst auch. Ich kann nicht. Mehr, mehr, mehr! Das war's schon. Ich will mehr davon. Unmöglich. Ich liebe es einfach so, kann nicht. Unfair stark zu sein im Gegensatz zu den Gegnern. Okay, aber egal. Was hätten wir hier? Ja, okay. Sehr schwer, muss ich echt sagen. Brutal. Ah, okay. Ja, es ist trotzdem nicht wirklich schwer. Komm her, Aktion. Erstmal zurückziehen. Jetzt brauche ich wieder die Bombe. Ich weiß nicht, wer nicht auf die Idee kommt,
das so zu spielen. Also es ist jetzt kein schweres Rätsel. Ich habe mir viele, wirklich sehr viele Berichte zu Darksiders 2 durchgelesen. Und es hieß, dass die Rätsel sehr, sehr schwer werden. Ich habe davon noch... Ich habe davon noch nicht, ehrlich gesagt, viel mitgekriegt. Du bist aber hässlich. Okay, das Ding kann abwehren. Und in der Zeit, wo er abwehrt, kann ich... werde ich schrecklich zurück, sozusagen. Wow, okay. Einmal, zweimal. Wow, und es macht so bösen Schaden, mein Sprung. Zack. Und schnell draufhauen. Jawohl. Du warst nicht schwer, mein Freund. Da wären wahrscheinlich die Skelette heftiger gewesen. Aber okay. So, und damit holen wir uns den dritten Lebensstand. War das, glaube ich, ne? Schon ein paar Tage her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, der letzte Lebensstand. Zack. Zack. So, gibt es hier irgendwo eine Bombe, die ich mir mitnehmen könnte? Wer schreit hier? Ja, ihr sagt mir, ich soll auch die Skelette hier oben kaputt machen, aber im Ernst, die sind eh schon gefangen, also komm, muss ich die nur töten. Kann ich das Teil auch mit der Klaue ziehen? Nein, kann ich nicht. Schnell, sprinte! Yay! Yeah. Sehr gut. Okay, der war relativ einfach und wir haben das innerhalb von 7 Minuten geschafft. Ich habe mir schon fast gedacht, dass der letzte hier so kurz war. Die anderen waren echt sehr viel komplizierter, muss ich sagen, als dieser hier. Aber gut, es lädt schon wieder. Hallo, du hast jetzt gerade den ersten Raum hier gerade geladen. Naja... So, runter und... Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Ah ja, ich muss da hoch. Ich muss mich ja da hochschießen. Bam. Und damit hätten wir den dritten Lebensstein aktiviert. Und ich muss Nashor töten. Wow, okay. Du machst mehr Schaden. Wow, okay. Du machst sogar echt Schaden. Boah, du bist aber nervig. Ich brauche, denke ich, eine andere Waffe. Okay, die macht gar nichts an Schaden. Okay, die macht nichts an Schaden. Ich brauche also die hier. Ich muss erstmal herausfinden, wie der Gute funktioniert. Wow. Okay. Langsam, aber sicher geht der mir doch auf die Nerven. Komm raus. Das funktioniert also auch nicht. Okay, kurz nochmal abwarten. Ah, okay. Das war ja, der verliert einen Haufen Leben. Und dass dem nicht schwindelig wird.
So, aber okay. Nur einmal noch und dann wäre er besiegt, ne? Oder auch nicht! Okay, das Ding hat zwei Formen. Jetzt ist es der richtige. Wow! Hör auf! Au. Es schlägt mit seiner Wirbelsäule. Was bist du für einer? So, ich muss ganz schnell auf die Seite. Au. Wow. Okay, 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 langsam. So, jetzt wieder ein bisschen Schaden machen. Okay, sehr schön. Das hat ganz gut geklappt. Au, ich brauche einen Heiltrank. Okay, das klappt schon mal ganz gut. Ah! Hallo, mein Freund! Bam, 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 bam! Wow, das war cool. Das war richtig cool. Oh, okay, das war weniger cool. So, okay, aber das ist nicht so schwer. Na, komm, nochmal. Wow! Okay, du machst also ein anderes Kampfmuster. Na? Na? Das hat dir gut Schaden gemacht. Komm her, Knaschor. Und? Zack. Erstmal wieder schön Schaden rausdrücken. Und hier eine wunderbare Salve an Schlägen ihm um die Ohren hauen. Ja, jetzt kommt das wieder. Na super. Jo. Das ist echt die einfachste Form. Hopp, weg. Kommt er nochmal? Nein, kommt er nicht. Dürfte ich mal bitte ihm Schaden machen? Okay, jetzt kommt wieder der Wirbelsäulenschlag. Wer will das denn nicht können? Huh. Einmal, zweimal, dreimal. Der ist gleich besiegt. Zack, und was macht er jetzt? Ah. Ja, damit hätte ich Gnascher getötet. Der goldene Schädel. Der Preis, den du in der goldenen Arena bekamst. Wunderbar. Was ist hier drin? Wow, okay, gut, wir haben einen Haufen Kohle dazu bekommen und auch eine neue lilane Sense, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass diese nicht so gut ist wie die, die ich habe. Ja, man sieht schon, grimmige Sense des Feuers, Feuerschaden 14, Gesundheit bei Exekutieren, wow, okay, das ist schon mal viel, Zorn bei kritischen Treffer, dieses Gesundheit bei Exekutieren, glaube ich, hebe ich mir jetzt auf, damit ich finde meine hier schon echt gut. Nee, halt, das ist meine, das hier. Ich finde meine schon ziemlich gut. Gesundheit pro Kill und Exekutionschance und so weiter und so fort. Aber die ist schon ziemlich nice. Gut, also wir haben den goldenen Schädel. Das heißt, wir können wieder nach oben. Und können zum... Ich hoffe, jetzt kriegen wir langsam die
die Audienz beim König der Toten. Welcher war der richtige Weg? Mal ganz kurz die Karte betrachten. Das war der richtige Weg. Bin ich ausnahmsweise sogar richtig gelaufen. So, und es speichert. Wunderbar. Zack. Sesam, öffne dich. Und... gut gemacht. Ne? Wunderbar. Wie lange nehmen wir denn schon auf? 15 Minuten. Wir haben echt schon viel erreicht. Also... kann man jetzt sagen, was man will, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. So, jetzt können wir den Laserstrahl wieder in die andere Richtung drehen. Einmal. Und das zweite Mal. Damit haben wir wieder die alte Tür geöffnet. Und jetzt bin ich gespannt. Ihr habt mir auch gesagt, ich soll doch die Sidequest mit Achitna machen. Denn es gibt dort scheinbar die besten Klauen, die es in diesem Spiel gibt. Wahrscheinlich. Also werde ich mich die Tage vielleicht mal daran setzen und Achitna probieren. Was wahrscheinlich absolut unter meinem, also über meinem Level ist. Weil wenn es schon die besten Klauen sind, die es gibt, wird das wahrscheinlich auch kein Zuckerschlecken werden. Aber naja. Vor solchen Sachen habe ich mir eh nichts zurückschrecken lassen. Langweilig. Okay. Ja, man kann klettern. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Ich hätte auch einfach runterspringen können und an der anderen Seite wieder hochklettern, aber ich wollte lieber den umständlichen Weg gehen. Hopp. So. Audienz beim König, ich möchte. Gib sie mir. Ah, der ewige Thron. Wir könnten eigentlich auch wieder neue Sachen lernen von unserem Kampfmeister hier. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit den Techniken, die wir jetzt im Moment haben. Besonders, weil ich sie eh nicht benutze. Ich finde die Technik in dem Spiel leider ein bisschen... ja, es ist ganz nett, aber man benutzt sie halt so... Ich hatte so sehr gehofft, du würdest nicht zurückkehren. Nett. Was ist nun mit dem Champion der Arena? Man benutzt sie halt einfach nur nebenbei. Nein, unmöglich. Ich glaube, dein König wird mich jetzt empfangen. Ich kann dich nicht abweisen. Ha! Sehr schön. Gut gemacht, Tod. Du stinkst nach den Lebenden, Reiter, nach längst fälligen Seelen. Du bist hier nicht willkommen. Schade, ich fing gerade an, es hier zu genießen. Dann bist du noch nicht lange hier. Milliarden Seelen bevölkern mein Königreich. Die ganze Menschheit heult nach Vergeltung. Doch ich sehe, du bist mit solcher Musik bereits vertraut. Was willst du denn von mir, Reiter? Zeig mir den Weg zum Quell der Seelen. Was willst du dann dort? Macht über Leben und Tod? Oder hoffst du auf Absolution? Bruder Mörder, ich frage mich, wo die Seelen deiner Brüder sind, denn sie haben mein Reich niemals passiert. Dein Reich braucht wohl kaum weitere Untertanen. Wohl wahr. Und doch muss ich mich dem Geschmeiß ohne meine Fürsten stellen. Das ist nicht mein Problem. Mach es zu deinem Problem. Dann erfülle ich dir deine Bitte. Finde meine drei Fürsten der Toten und erwecke sie aus ihrem Schlaf. Das wird sie dir gefügig machen. Bring mir die Fürsten zurück.
damit sie die Last mit mir teilen. Jo, okay. Gib dem Träger das Kommando über die Fürsten der Toten von den Toten eben, was? Ach, gib dem Träger das Kommando über die Fürsten der Toten. Ah, okay. Ist es ein neues Item oder ist es einfach was Passives, was ich jetzt habe? Gucken wir mal ganz kurz. Ja, neues Item. Cool. Okay. Kann man das noch aktiv auswählen? Nö, kann man nicht. Also das ist sozusagen der Schlüssel wie der von den Erschaffern. Okay, Leute. Aber das war's erstmal mit Let's Play Darksiders 2 für heute. In der nächsten Folge werden wir dann mal schauen, was wir als nächstes machen. Ob wir dann die Sidequests angehen oder erstmal die Fürsten machen. Keine Ahnung. Werde ich sehen. Gut. Das heißt, bis zum nächsten Mal. Ciao.